Endlich! So, ja, ihr habt es in der letzten Folge gesehen, da sind wir ja leider überhaupt nicht weitergekommen. Das wollte ich euch jetzt nicht noch eine Folge antun. Dementsprechend saß ich jetzt bestimmt noch mal eine halbe Stunde hier und habe versucht, diesen elenden Bosskampf zu, machen. Und es hat geklappt! Ihr seht es zwar nicht, aber es hat geklappt. Und jetzt haben wir Sherry besiegt. Tut mir leid, Plum. Ihr seid stark. Vielleicht könnt ihr ihn aufhalten und vor seinen eigenen Wahnsinn bewahren. Plum und ich waren einfach nicht stark genug. Hilft ihm. Er ist ganz allein. Oh nein. Sie stirbt und der Boden geht auf. Für die Leute, die es interessiert, wie ich das geschafft habe, das sah ungefähr so aus. Ja. So, ja, das war jetzt sehr gut dargestellt. Und jetzt geht's weiter in Evolent und einer 2D-Welt. Die anderen beiden sind entkommen. Wir müssen sie finden. Sie sind vermutlich über alle Berge. Wenn wir die große Katastrophe aufhalten wollen, müssen wir sie finden. Ich kann es immer noch nicht fassen. Wenn es stimmt, was ihr behauptet, was kann eine solche Explosion verursachen? Dafür wären einige gewaltige Menengadin nötig. Ich weiß nicht. Was meint ihr, Stefan? Ja. Im Ernst? Also, ich zähle auf euch. In Genua werden wir vermutlich keine Hinweise finden. Wir sollten woanders suchen. Ja, geh mich rein. Geh auch in mich rein. Okay, ein Hinweis. Ein Hinweis. Und ein Stern? Wir haben schon lange keine Sterne mehr gefunden. Grüne Pampe. Pfui, die klebrig. Wofür brauchen wir diese ganze grüne Pampe? Das ist mir noch ein Rätsel, aber das wird sich sicherlich bald lösen. Scheiße, ich habe überhaupt nicht aufgepasst, was wir jetzt machen sollen. Das alte kaiserliche Gefängnis wird nicht mehr genutzt. Alle gefangenen Dämonen wurden zum Bergwerk gebracht. Dort machen sie sich zumindest nützlich. Wir können jetzt in unsere Geheimbasis kommen. Ja gut, das haben wir ja schon. Das haben... Was sollen wir machen? Boah, ich hätte jetzt nicht nur vorlesen sollen, sondern auch mitlesen. Nee, ich versuche mal... hier raus. Was? Wo bin ich? Ich dachte, hier wäre ich woanders. Ich versuche mal rauszugehen. Und dann was ergibt denn jetzt Sinn? Wir haben Scheiße. So, Bergwerk. Bergwerk ergibt Sinn, oder? Bergwerk ergibt doch Sinn, sicherlich, weil wir jetzt theoretisch könnten wir jetzt... Jawohl. Seid ihr sicher, dass ihr das tun wollt? Bitte kein zweiter Bosskampf, bitte zu erkennen. Danke. Nein. Ihr habt doch gesehen, was aus ihnen geworden ist. Dämonen sind eine überlegene Spezies. Wieso dachten sie, sie seien die Sklaven der Menschheit? Sie verdienen es nicht, weiterzuleben. Nun gut, sie lebt! Nee, gar nicht, ist ja Sherry die andere. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich glaube, wenn ich diese Bombe strategisch platziere, sollte ich das Bergwerk zum Einsturz bringen können. Aber dabei werden alle sterben. Wollt ihr das wirklich? Sie sind keine Dämonen mehr. Wir haben Gesellschaft. Oh, ich komme. Moment, wartet. Erklärung, bitte. Darum kümmere ich mich. Wie ihr wollt. Dass ihr hier seid, muss bedeuten, dass meine Schwester Sherry... Dafür werdet ihr bezahlen. Nein! Ach, was soll das denn jetzt? Bomberman!
Oh, nee. Ach, kommt schon, Leute. Okay. Okay, das sieht aber einen ganz kleinen Ticken einfacher aus. Ich muss nur erstmal hier 3 Stunden den Weg frei machen. Und dann ihn mal irgendwann treffen. So. Ja, also auf Twitter hat mir der liebe Little Confused Brain bereits mitgeteilt, dass wohl die, jawohl, dass wohl die nächsten Bosskämpfe mies sein sollen, weil die alle so ewig schwer sind wie der gerade, also in der letzten Folge praktisch. Ich mache mir aber gerade Hoffnung, da ich ganz gut hier bei der Sache bin. Jawohl. Wer seid ihr? Ihr seid keiner dieser schwächlichen Menschen. Werdet ihr nicht sterben. Ich muss meine Prinzessin doch nur dazu verhelfen, seinen Durst nach Rache zu stillen. Oh, eine Lore. Ich bin sicher, wir sehen uns schon bald wieder. Boah, bitte ein Donkey Kong Loren-Level. Bitte ein Donkey Kong Loren-Level. Ich will ein Donkey Kong Loren-Level. So, jetzt können wir das Ganze mal aufsammeln, was hier... Das ist ja süß, dass die Bombe hier noch liegt. Warte, können wir mit ihr zufällig die Steine? Eher nicht so. Boah, bitte ein Donkey Kong Loren, bitte. Warum? Kann ich... Ja, es war so klar. Gefunden, Bombe. Jetzt braucht ihr nur noch einen Boomerang, damit eure Abenteuerrüstung komplett ist. Ja, bitte da rein, bitte, bitte. Das ist so großartig. Ah, okay. Na, dann halt nicht, ne? Ist auch eigentlich nicht so schlimm. Oh, oh Gott! Okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, aber wir spielen Bomberman, sehr schön. Ach, wie pützig. Na! Man sieht, ich bin Profi in Bomberman. Das ist ja wirklich Bomberman. Ach, wie geil ist das Spiel denn bitte? Erfolgreich jetzt... Ob, wie geil er noch da stehen geblieben ist. Ich habe jetzt auch gar kein Schwert mehr. Nur falls ihr euch wundert, warum ich... Okay, wir müssen... den Weg freisprengen. Das sollte eigentlich relativ leicht machbar sein. Satt war's knapp. So, dann... Machen wir mal die Lieblingsbeschäftigung bei Bomberman. So. Hier haben wir noch eine Ratte. Wow. Die wurde gegrillt. Eine Grillratte praktisch. Kann man diese Holzkisten auch kaputt machen? Anscheinend nicht, weil Holz ist viel, viel stärker als Stein. Kennt man ja auch aus der Grundschule schon. Ja, theoretisch brauchen wir hier... nichts mehr machen. Gut, dass man hier nicht instant stirbt. Bomberman ist so ein tolles Spiel. So. Aber weil es so viel Spaß macht, machen wir natürlich hier alles kaputt. Auch aus dem Grund, dass wir hier Leben finden. So. Na, lauf. Zack. Zack. Und hier ein Sicherheitshinweis an alle Leute, die zufällig mal eine Bombe im Real Life leben wollen. Wenn ihr die hier hinlegt und euch hier hinstellt, in echt funktioniert das nicht. Ihr werdet trotzdem tot sein. Also lasst es lieber. So, und jetzt rasen wir mal hier. Ich kann aber auch nicht unterwegs aussteigen. Ich würde aber ganz gerne hier hin, weil da komme ich bestimmt... dann da so hin. Kann ich nicht den Wagen hier leer machen? Irgendwie nicht? Okay. Vielleicht kommen wir später dann noch hin. Weil diese Kiste hätte ich dann doch ganz gerne noch. Komme ich aber nicht. Einfach so jedenfalls. So, dann machen wir mal das zweite Bomberman-Level. Nein! So...
Da sehe ich aber auch eine Kiste. Oh, die Ratten haben Schutzbrillen auf. Das sind ganz besondere Ratten. Schutzbrillenratten. Oh. Ja, die habe ich jetzt dann praktisch schon damit erledigt. Ach, ich glaube, das ist eine Weiche hier dann, ne? So und so und so und so und so. Ach so, habe ich schon. So und so und so und so und so. Oh, 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 no. So. Mein Gott, hör auf, so zu sagen, Stefan. Den machen wir jetzt auch noch weg. Was? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Zack. Der boxt einfach meine... Der ist clever. Jawohl. Voll gut. Kann ich meine eigenen Bomben auch? Nö, ich probiere es lieber nicht. So, hier haben wir... Boah. Ah, ist auch noch eine Weiche. Die ist dann für... Ja, da muss sie hin. Dann müssen wir die nämlich einmal zwischendurch umstellen. So. Und ich möchte natürlich noch hier... Kiste haben, auch wenn das jetzt Ewigkeiten dauern wird, weil wir jetzt unnötigerweise hier jedes Mal reinlaufen. Bomben, reinlaufen, Bomben und dann haben wir's. So. Und da drin ist bestimmt grüne Pampe. Nein! Das ist ja nicht zum Aushalten. So, dann nun setzen wir uns in die Lore rein. Genau. Setzen die Weiche und fahren ins nächste Bomberman-Level. So, können wir hier Minen machen? Nein. So, das ist ein Schalterrätsel. Das ist interessant. Was passiert denn, wenn ich mich hier reinsetze und jetzt losfahre, wenn dann nicht... Okay, wir fahren zurück. Das dachte ich mir beinahe. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir einen Weg machen. Ja, wir könnten ja auch einfach nach unten fahren. Ne? Dann kommen wir bestimmt in das Secret-Ding. Ja, oder wir kommen halt einfach weiter, ne? Das geht natürlich auch. Aber ob das hier wirklich der Weg ist, wo wir hinwollen, das erfahren wir in der Folge von Evoland 2. Bis dahin, habt einen schönen Tag und tschüss.